Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Tun. Wir haben Herbst, es ist Nacht, es ist dunkel. Ja, nochmal liegen. Ja, wir machen jetzt noch unsere Dünger, unsere Saatgut zum Lager rein, weil die Rede wird verkauft. Einen haben wir noch und dann haben wir es geschafft. Geht auch leer, wie geht das weiter? Ja, machen wir es ganz komisch. Dann ist der Punkt da, wie er riecht. 18% jetzt besser. Oh. Aber seitdem ich oben jetzt runtergenommen habe, läuft auch besser. Ist so. Na gut, jetzt nehme ich auch eine relativ hohe Bitzahl auf, um da möglichst hohe Bildqualität reinzukriegen. Aber er rennt natürlich trotzdem runter auf diese Form, was Betrug die Sohle annimmt. Ja, die sind genau ausgelegt von der Bildqualität her. Kann ich nicht sagen. Wenn ich jetzt von euch mitbekomme, die wirklich hohe Abonnentenzahl haben und entsprechende Clips, die haben einen anderen Code, als die Runde frisch dabei sind. Ne? Also wenn ich jetzt länger dabei wäre und ich hätte eine höhere Anzahl, dann könnte ich mit gleicher Qualität ja, senden, kann man sagen, und trotzdem datenmengenmäßig einsparen. Klingt so verrückt, aber ist also, ne? Ist halt klar, logisch. Wenn er sagt, die Tube oder mit dir verdient das Geld, ne? Mit dir machen wir was, dann können wir was verdienen. Da gibt es bessere Qualität und mehr Datenvolumen, kann man sagen. Und mit denjenigen, der nichts verdient, der kriegt ein bisschen weniger. Ob das so ist, das weiß ich nicht. Nur habe ich so festgestellt, ich habe da mal einen Beitrag gesehen, der hat das so angesprochen. Und gesagt, was er machen muss, um trotzdem einen Code zu ziehen. Man muss im Prinzip um 2K hochladen. Das mache ich seitdem. Und trotzdem, ja. Naja, ich habe jetzt 2K auch den guten Code. Aber das ist schon komisch, ne? Das ist Saatgut, das geht in den anderen Bereich. Checken wir aus. Über sich auflösen, ne? Das hat man auch noch Problem mit Leergut. Da kann ich wie drin sein hier mit einem hier. Aber der muss auch weg. Ja, 5, ne? 5. Junge, 5. 5. Nicht mal Prozent ein, sondern nur 5. Und weg bist du. So, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Wir müssen von anderer Seite ranfahren. Der Dampf noch. Sonst gehen die jedes Mal aus, ne? Aber manchmal, wenn man es erwartet, dass sie ausgeht, nö, dann geht nicht aus. Und so ist das halt, ne? Das läuft nicht so, wie man es soll. So. Dann brauchen wir nichts kaufen, ne? Dann haben wir hier immer genug Saatgut da.
fast 100.000 im nächsten Jahr kommt. Und Dünger haben wir auch dann genug. Wo die Dünger mal die Dünger eigentlich behalten möchte, mal sehen. Mal sehen. Entscheiden wir nachher gleich. Und da kann ich mir auch die neuesten Versionen runterladen, ne? Also das kann ja auch sein, dass die ältere Version schon mal verpackt sind, ne? Dass spätere Versionen die Fehler behoben wurden, wenn Fehler vorhanden sind, ne? Also betonen wir, wenn vorhanden sind. Das da ist die Krone. Ist ja eines noch. Dolly. Ja. Ach da. Soll doch sagen. Ist doch noch einer. So. So. Wir haben noch garantiert viel Dünger da. So, jetzt haben wir 19:40, ist dunkel. Wir gehen jetzt mal höhere Geschwindigkeit. Die Tiere sind versorgt. Wir gehen hoch auf 30, auf 60. Nacht schon wieder im Runden kommen. Die BGH rennt sich weg. Obwohl, das können wir auch noch gleich mal machen. Mal drinnen, ich habe den Weg. Los, mal laufen. Oh, dunkel. Dunkel. Dunkel, nicht? Oh, Zaun. Muss geflüchtet werden, Wachstum. Ob das noch reif wird. Naja, gut, das ist zum Glück, dass es nicht beinfällt. Ja. So. Dann kriegen wir noch mal was verkauft, ne? Wenn ich da rangehe. Ich hoffe, dass die Tonqualität passt. Sonst fresse ich einen Besen. Ich hab noch einen da. Vorne Uhr noch mal einmal einkippen. Siehst du nur die Hand vor Augen nicht, ne? Bis zum kurz vorm Führer aus siehst du. Jetzt siehst du mehr. So, da sind wir schon da. Weil verkaufen müssen wir nur die Mods. Die Originalmaschinen können wir lassen. Weil die gehen ja nicht weg beim Löschen von Mods. Im Original bleiben ja vorhanden. Sind Ruhe. Verschwinden ja nur die Mods. Verschwinden ja vornherein. Wenn du einen Mods-Ordner gelöscht hast, kommt zwar beim Laden die Warnung, dass die Geräte fehlen. Wenn du das aber ignorierst, dann lädst trotzdem dann die Maschinen weg. Und du kriegst auch hinterher die Maschinen nicht wieder, wenn du sie aufnimmst. Also hinterher, was weg ist, weg. Wenn du dann gespeichert hast, hinterher, wenn er dann auch automatisch macht, umdrehen, dann hast du ein Problem hast nicht, aber dann ist halt das, zumindest musst du das Gerät neu kaufen, ne? Wenn du es halt weiterhin nutzen willst. Ne? Und wenn du jetzt kurz vorm Bankrott bist, dann ist das schon überlegen, ne? Ob du da das machen kannst. Ne? Denn komplett ohne Maschinen kommst du nicht weit. Dann kannst du Ackerflächen haben, wie du willst, aber wenn du keine Maschinen hast, dann kriegst du auch keine Kohle. Und dann kannst du nicht verdienen. Und du musst Ackerflächen verkaufen, dass du dich zumindest gut, man könnte noch als Lohnunternehmer arbeiten, nicht? Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber das geht ja nur so lange, wenn du Plus machst, ne? Wenn du jetzt so Aufträge vermasselt und nicht schaffst in der Zeit, hast du auch ein Problem, ne? Dann verdient sie auch nichts. Du wirst doch gar nicht mehr funktionieren, wenn du mal pleite bist, ne? Wenn du richtig pleite bist. Ob du dann mal die Airhorn oder die Probe, ne? Das könnte ja auch sein, ne? Die Probe, Fluss aus.
So, hatte ich mal gehabt bei SimCity. Wenn du jetzt überschuldet warst bei 10 Millionen, glaube ich, dann war es auch die Probe. Hast verloren. Und so ist es normal auch richtig, weil wenn du gerade nicht mehr packst, dann bist du weg. Ach, was ging? Entschuldigung, wenn ich müde bin. Eine kurze Pause machen. So, das hat er noch Dünger drin. Und jetzt kommt der Ballon beim Platz. Ist auf. Der Bruder da. Der? Gut, dann können wir die Geräte verkaufen. Machen wir gleich. Für das Menü. Andere wären jetzt zu aufwendig. Ich gebe ehrlich zu. Und zwar Multifrucht. Gut, da werde ich die Dinge auch verkaufen. Kann ich mir bei Bedarf auch entsprechend wieder zulegen, und ich möchte nicht unbedingt einen so ein Gerät haben möchte, kann man sie wieder kaufen. In der richtigen Farbe, was man dann haben möchte. So, wie gesagt, Mod. Kein Mod, kann man behalten. Auch Mods, wollen wir noch vorher leer machen. Kein Mod. Das ist aber den ich behalten möchte. Stil kann man behalten, das können wir auch behalten. Beziehungsweise zukaufen neu, verkaufen. Verkaufen. Können wir gleich verkaufen. Ja. Aber ich glaube, ein Silo so in dem Sinne werden wir nicht mehr machen, glaube ich. Bei dem Silagepreis. Ist der Arbeitsaufwand zu groß. Es sei denn, einer wünscht sich unbedingt, dass wir das machen. So, Dolly behalten wir noch, weil das brauchen wir gerade noch. Gewichte behalten wir auch. Ein Fendt-Gewicht können wir verkaufen. Die normalen Gewichte behalten wir erstmal. Förderband ist auch original, das ist von Seasons, das behalten wir auch immer. Weil Seasons ist ganz wichtig, muss drauf bleiben. Das Lager behalten wir, die Hallen auch. Das behalten wir auch. Das behalten wir solange wir das mit dem Silo noch nicht haben. Tankstelle, ja, könnte man verkaufen, aber das wäre nicht das Problem. Wenn das weg wäre, dann wäre das Verlust gering, und das genau gleiche. Das ist nicht das Problem. Und die paar Dinge, die wir hier haben, also das kann man locker verkaufen, aber das wäre nicht das Problem. Da sind die Verluste in Grenzen. Und jetzt im Weihnachtsbaum. Weihnachten ist zu Ende. Kommt zwar bald wieder. Aber bis dahin, ne? Noch lange hin. So, was haben wir noch alles? Lichter, die lassen wir noch. So, Förderbänder bleiben auch. Gewisse Gerätschaften müssen noch bleiben. Nur wie gesagt, leer machen. Anhänger, da werde ich mich von trennen. Auto, das können wir behalten alles. Das sind alles Geräte von Original, aber das muss man mal schauen. So, und hier traktorenmäßig die GCP wollte ich verkaufen. Aber nein. Da steht noch Gewicht, die haben noch Sticks dran, Gewichte. Das heißt, die müssen wir erstmal weglegen. Also wegräumen. Aber erst haben wir hier mal die ganzen Dinge weg. Also, dass es nicht im Weg steht.
Natürlich kann man jetzt natürlich die Geräte mehr kaufen. Man sagt ja, okay, brauchst dazu zwei Seemaschinen zum Beispiel oder drei. Ich denke mal, drei werden reichen. Früher müssen wir auf jeden Fall zwei Geräte haben für die Sonnenblumen. Wenn wir eine Gruppe nehmen müssen, dafür, ne? Wenn wir Originale hin, dann geht das mit Sonnenblumen meist nicht mehr. Aber dann können wir jetzt nicht entscheiden. Die Frage. Also kaufen wollte ich erst, wenn wir das im Prinzip vorher schon mal neu gelöscht haben. Wo eine Originalmaschine kann man natürlich kaufen, das macht nichts. Da passiert nichts. Wir gehen ja nicht weg. Blöd ist nur, wenn du einen Mod kaufst und dann löscht und dann hinterher weg ist. Ja, also unkünstig, ne? Dann wäre das ärgerlich. Gut, jetzt sag mal, okay. Da geht die Welt nicht runter, ne? Aber für das keine Probleme. Aber das können wir versuchen mal zu vermeiden, indem wir uns in aller Ruhe uns entsprechend vorbereiten. Ne? Also spätestens zum Winter, im Frühjahr haben wir dann im Prinzip den Ort aufgeräumt und die Schwierigkeiten dann gehören halt in die Geschichte an. Ne? Keiner wollte nicht dranbleiben. Warum nicht? So, leer machen. Alles für später, für Aussaat. Dann werden wir mal gucken. Dann werden wir unseren Acker. Gärreste bearbeiten. Und zwar die 12 als Düngen. Wo wir jetzt später Herbst haben, Tag 2, ah, das wird eher im Frühjahr was, ne? Wir düngen im Frühjahr mit Gärreste. Und dann machen wir das mit Crossplay. Versuchen wir jedenfalls, hat ja auch normal geklappt. Dass ich alleine abholt, Zeug. Und das kommt nicht eingesackt. Das wird heller. Wir können wieder normale Geschwindigkeit gehen. Müssen wir auch. Kontrolle, Tiere. Halbe Ration. Und die auch. Müssen wir heute Abend wieder füttern. Das ist so. Jetzt ist der. Ne? Das ist eine Stahl von 50 Tieren, das ist ja der. 106 und da sind 150. Schon wieder Sauberkeit. Aber die Tiere sind mittlerweile, naja, mal sehen, wie schwer die werden, ne? Nehmen wir die hier vorne weg. Bisschen daneben ist schon, geht nichts. Ja. Die Physik im Spiel, ne? Wenn man den Punkt nicht hat, dann geht das nicht.
Der hat sich da irgendwie eingekeilt. Der eine rauscht. Kippel. Wird also leer werden. Das ist so ein Zeichen, wenn er entsprechend wackelt und macht, dann ist er ein Trigger drin. Und wir, wenn man auch zum Beispiel mit der Seemaschine aufnimmt, dann ist es die gleiche Reaktion, dann ist er auch so. Also wir brechen ihn nicht ein, ne? Ist ja so nicht vorgesehen. Normalerweise kannst du mit dem Fahrzeug nicht rausfahren. So, den hätten wir raus. Oh, schon, ihm schon, viel überzogen. Dann sage ich immer Tschüss und den Winkel schon schauen. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.